Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Outlast Whistleblower. Ja, im letzten Part sind wir hier hängen geblieben. Ich weiß, es kam jetzt eine ganze Weile nichts mehr, es tut mir leid, aber es gab einige private Sachen, die mich ein bisschen runtergezogen haben und ich war echt nicht in der Stimmung, irgendwas aufzunehmen, aber jetzt soll es ja eigentlich weitergehen und wir schauen mal. Okay, hier geht's gar nicht mehr lang. Ich glaube, dann sind wir auch durch diese Tür hier reingekommen. Wir müssen definitiv hier wieder raus. Ja, doch, stimmt. Hier waren wir schon. Wir hatten uns nämlich auch schon durch diesen Spalt hier gequetscht. Falls ich mich da richtig dran erinnere. Na, Tür zu. Danke. Okay. Ja, doch, das ist uns alles schon bekannt. Und dieses Spiel hat es echt in sich. Also ich muss ehrlich sagen, lustig ist was anderes. Achso, da fällt mir gerade ein, mir hatte jemand gesagt, ich soll die Hocke rausnehmen. Dann brauche ich die nur gedrückt halten und sobald ich dann lossprinten will, brauche ich dann nicht wieder da draufklicken. Deshalb probieren wir das einfach mal aus. Möchten Sie diese Einstellung beibehalten? Ja, natürlich. Und zurück zum Spiel. Okay. Okay, da kann uns keiner überraschen. Wir brauchen unbedingt Batterien, ne? Also, viel haben wir jetzt nicht mehr. Okay, diese Tür ist verschlossen. Okay, hier hätten wir eventuell eine Versteckmöglichkeit. Der Schatten ist auch awesome, oder? Total gruselig. Okay. Was? Was hörte diese Musik hier gerade? Oh mein Gott. Hier haben wir eine Akte. Nehmen wir uns mal. Lesen ist gut, lesen ist immer gut. Aber J, genau. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Warrider, Mount Massive Co., Fall Nummer 209, Patient Frank Anthony Manera oder Manera oder irgendwie so. Datum 29.08.2012, also noch gar nicht so lange her. Erste Patientenbefragung am 1.11.2010. Alter des Patienten 36, Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Hosten. Von dem haben wir, glaube ich, auch schon des Öfteren was gehört. Therapiestatus, minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremem Level Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation übereinstimmend mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität, was auch immer das alles sein soll. Ich habe echt keine Peilung von sowas. Anmerkung: Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 LBS. Gewicht? LBS? Sein Gewicht bei Aufnahme war 228 LBS. Es war lethargisch und nicht ansprechbar. Er war lethargisch und nicht ansprechbar. Und brachte nur Interesse für das neunte Skriptmuster der Hypnotherapie Wernicke auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer, er weigerte sich weiterhin zu baden und lehnte ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein, eine Behandlung durch eine
einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Okay. Markov Psychiatric Systems Projekt War Rider Mond Massive Co. Ich hätte gern sowas wie einen Lauschmodus. Okay. Komm schon. Alles ist gut. Was? Oh Mann, schreck mich doch nicht so. Wieso ist hier jemand? Im Moment sieht alles ganz beschaulich aus. Und richtig, wir sollten hier das Gas abstellen, aber hier funktioniert das wohl noch nicht. Hier haben wir noch eine Tür, ne? Ja, hier. Okay, hier geht's nicht rein. Okay. Also hier hätten wir auf jeden Fall Schränke, in denen wir uns verstecken können. Durch diese Schleuse müssen wir durch. Dafür müssen wir aber das Gas abstellen. Ich krauche mal da unten durch. Hinter uns wurde die Tür wieder geschlossen. Oh Gott, ey, diese ganzen Geräusche hier. Hier rein. Keine Ahnung, ich fühle mich da drin sicher. Oh Mann, das kann doch nicht sein, ehrlich, ey. Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven und ich habe schwache Nerven. Vielleicht ist auch einfach mein Headset zu laut gestellt. Alles schön blutig hier. So, wir gucken, ob wir irgendwen sehen. Nein, im Moment noch nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ernsthaft, ja? Diese Gestalt da drin macht mich fertig. Oh, ich wette, wir müssen da irgendwo lang, um dieses Gas in dieser Schleuse auszumachen. Guckt jetzt gerade in den Schrank neben uns. Oh Mann, 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 Mann. Wo geht der jetzt lang? Oh Mann. Hätte er nicht draußen irgendwo langlaufen können? Richtung dieser Schleuse oder so? Nein, natürlich nicht. Da draußen ist er noch. Ey.
laufe jetzt einfach mal hier lang. Da ist er. Läuft in die andere Richtung, also ich traue mich jetzt einfach mal hier lang. Was heißt trauen? Ich wage es mir hier lang zu laufen, zu kriechen. Eine schöne Blutspur. Herrlich. Ach scheiße, und da ist die geschlossene Schleuse. Irgendwo muss der Schalter dazu sein, um dieses Ding auszustellen. Aber wo? Wo verdammt ist der Kerl jetzt? Oh, ey. Ach du Scheiße, ist er hinter uns? Die Frage ist jetzt echt, von wo er kommt. Verdammte Kacke. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Los, lauf, 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 lauf. Rein, da rein, da rein. Oh bitte, nein, oh nein, er hat uns gesehen. Oh nein. Verdammt, lass mich los. Lass mich los. Los, jetzt lauf. Oh nein. Das war nicht wahr. Hör auf mich zu boxen, Mann. Ach, scheiße. Wir müssen unbedingt diesen Schalter finden, um diese Schleuse zu öffnen. Aber die Frage ist halt echt, wo ist dieser Schalter? Haben wir hier draußen vielleicht irgendwas übersehen? Ach, wir kommen hier nicht mehr rein. Der Typ hat echt die Tür jetzt zugemacht. Okay. Scheiße. Verdammte Kacke, ehrlich. Oh, ein Grafikbug. Dort, ihr seht es. Hier geht's auch noch rein, ne? Eine Batterie, das ist schon mal sehr schön. Oh nee, ist jetzt nicht wahr, ne? Ach, genau. Der schlägt mich durchs Bett durch, oder was? Was ist das für ein Blödsinn? Oh nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh. Also im ersten Teil hatte man wenigstens noch die Möglichkeit, an diesem Fetten sich irgendwie vorbeizudrängeln. Das ist hier überhaupt nicht gegeben. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Oh, verdammt.
Tür zu. Ganz schön duster hier. Oh, das ist ja echt blöd, ey. Ich guck gerade bei dem Türschlitz da unten, ob jemand kommt. Okay, er ist irgendwo, gar keine Frage. Die Frage ist jetzt nur, wo ist er? Ups. Kann er nicht irgendwie an uns vorbeilaufen, ohne dass der uns entdeckt oder so, bitte? Also hier sehe ich nichts. Ich würde so gern weiter jetzt, aber ich will nicht schon wieder erwischt werden. Okay, hier kommt es wieder näher. Komm schon ganz hinten in die Ecke rein. Wo ist der Typ? Okay, ich glaube, er kommt. Ich hoffe echt, er sieht uns hier nicht. Wo ist er? Er spielt das Spielchen mit uns, oder? Verdammt. Immer wenn ich loslaufen will, fängt ihn seine Säge an zu rotieren. Ah. Okay. Wo bist du? Scheiße. Wo ist der nur? Ich hätte so gerne einen Lauschmodus. Gut, aber jetzt hier in der Ecke stehen bleiben, das bringt's auch nicht, ne, Leute? Kann ich vielleicht die Tür hier zumachen? Nee? Ich glaube, ich höre Schritte. Oder sind das meine eigenen?
traue mich jetzt einfach weiter. Bitte mach die Tür leise zu. Zu. Ich will die Batterie nämlich haben. Jetzt verstecke ich mich hier einfach mal drunter. Ich weiß ja nicht, ob der nun kommt oder nicht. Ich meine, eben ist er ja noch gekommen, als wir hier reingegangen sind. Verdammte Plörre, ey, ehrlich. Okay, ich glaube, er kommt nicht. Hier rein. Aber hier ist auch nichts weiter. Ich verstecke mich erstmal. Vielleicht läuft er ja an uns vorbei. Das wäre natürlich auch awesome. Dann wüsste ich wenigstens, wo er ist, ne? Ich überziehe den Part jetzt ja auch ein bisschen. Einfach aus dem Grund, dass ja jetzt die letzten paar Tage auch keiner mehr kam und weil ich jetzt da ewig in der Ecke hinten gekauert habe. Sagen wir einfach so, ich mache einfach so lange, wie es meine Nerven mitmachen. Kommt der näher? Oh, bitte komm einfach näher und lauf an uns vorbei oder so. Damit ich wenigstens eine Ahnung habe, wo du bist, du Arsch. Kannibale, du. Der hält uns echt hin hier. Ich will nicht wieder überrascht und ich will in Ruhe einfach diesen blöden Schalter suchen, womit wir diese Schleuse da aufkriegen. Ist auf jeden Fall irgendwo in der Nähe. Ich hoffe, deine scheiß Batterien für deine komische Säge sind bald leer. Oder das Benzin oder was auch immer du da drin hast, um die in Betrieb zu bringen. Wo ist er? Verdammt, ey. Brauche ich jetzt raus? Okay, ich gehe jetzt einfach raus. Da geht's nicht weiter. Hier ist noch eine Tür, ne? Huhuhuhu. Hier hatten wir vorhin schon versucht, uns zu verstecken. Glaube ich, dass das diese Tür ist. Ich hätte die Tür vielleicht offen lassen sollen. Um rauszuschmulen. Thank you.
Hier geht's nicht weiter, ne? Nee. Verdammt. Ihn gesehen. Da war er gerade. Aber wo ist er jetzt? Komm schon. Oh nein, er hat uns gesehen. Oh nein, hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Okay, 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 okay. Verdammte Kacke. Psst. Ich habe auch nirgendwo einen Knopf oder sowas leuchten sehen, ne? Oh, Hilfe. Oh nein, du guckst jetzt nicht hier unter dieses Bett. Bitte geh wieder. Du hast mich nicht gesehen. Okay, er geht da lang. Er wird jetzt hier wieder langlaufen. Wo läuft er jetzt lang? Da ist er, okay. In dem Raum ging es doch gar nicht weiter, oder? Hier. Gott, oh 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 Gott. Hier ist ein Schrank. Ich verstecke mich jetzt einfach mal kurz da drin. Oh Mann, wo ist dieser Scheißschalter für diesen Scheißraum, durch den wir müssen, durch diese, für diese blöde Schleuse, ey, ehrlich. Ich bräuchte Zeit, um mich hier in Ruhe umzugucken. Aber wir haben diese Zeit einfach nicht. Weil wir ja so einen verrückten, menschenfressenden Kannibalen hinter uns her hetzen haben. Oh. Okay, alles wird gut. Alles wird gut. Wo ist er? Amino, das war so blöd. Uns bleibt ja aber nichts anderes übrig, außer hier weiterzumachen. Okay, ich mach leise. Hier gibt's auch keinen bescheidenen Knopf, ne? Ich glaube, er ist uns gerade wieder verdammt nah. Ich würde gerne warten, bis er hier an uns vorbeiläuft. Damit wir dann links nochmal diesen rot durchfluteten Weg da mit den roten Lichtern
langlaufen können. Oh, verdammte Scheiße. Mann, das gibt es doch gar nicht. Ist der eine Katze? Hier können wir nicht lang. Hier muss es doch irgendwo noch eine Tür oder sowas geben. Kann nicht sein, dass ich so blind bin. Irgendwo hier muss es doch irgendwas geben. Oh, hi. Bin wieder weg. Ups. Aua, nicht hauen. Das ist nicht nett. Ernsthaft, irgendwo muss es doch hier einen verdammt beschissenen Knopf oder sowas geben. So, nein, nein, nein. Hier geht's auch nicht weiter. Aber hier ist auch keine Tür mehr oder sowas. Also, ich habe echt keine Ahnung, was ich hier jetzt groß machen soll, ja? Wenn ich ehrlich sein soll. Also ich gucke jetzt hier beim Rennen. Eigentlich nur wegen so einem scheiß Knopf. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr hinter uns her, aber ich renne trotzdem weiter. Da ist er. So. Jetzt laufe ich hier nochmal durch, um einfach mich zu vergewissern. Toll, jetzt lässt auch noch eine Batterie nach. Verdammte Scheiße. Hier hinter ist eine scheiß Tür, aber... Irgendwas muss ich doch hier machen. Oh, hi. Lass mich mal weiterlaufen, bitte. So, hier geht's nicht weiter. So. Oh, verdammt. Das ist doch bescheuert, ehrlich. Ich habe aber auch keine Lust, irgendwo anders nachzugucken, wo es weitergeht. Und ich hab keine Ahnung. Ehrlich, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Hier kann man absolut nichts machen. Das kann doch nicht sein, das ist doch blöd. Kann doch nicht Sinn des Spiels sein. Irgendwas muss man hier ja betätigen müssen, damit einfach dieser Rauch hier weggeht. Ich finde einfach absolut nichts und das ärgert mich. So, ich gehe jetzt nochmal hier in diesen Raum. Da ist hier hinter vielleicht was? Nee. So. Hier lag eine Batterie, genau. Dass es hier irgendeinen anderen Ausweg gibt, glaube ich auch irgendwie nicht. Also ich nehme mal schon an, dass wir durch diese blöde Schleuse müssen. Was sagt da? Fick me? Fick me? So, nee, hier waren wir schon. Ich habe jetzt eigentlich auch schon gar keine Angst mehr vor dem. Meine, hier geht es auch nicht lang. Keine Ahnung, aus welcher Richtung er jetzt kommen mag. Oh, da ist er ja. So, ich hoffe, da ist nichts dagegen, wenn ich mal abhaue. Irgendwo hier... Hä? Das kann doch echt nicht wahr sein. Hier muss doch irgendwas sein. Damit ich hier langkomme. So, hier lag hier nicht irgendwo die Batterie rum? War hier nicht eine Batterie gewesen vorher? Naja. Keine Ahnung.
Da ist er. Er hat uns auch gesehen, so wie sich das gerade hier anhört. Ich habe keine Ahnung, ehrlich, Leute. Kann nicht sein, dass ich hier... Hallo? Ich hätte gerne ein Knöpfchen oder sowas. Irgendwas muss man hier doch wohl machen können. Hier war auch nichts. Das ist auch voll lohnlos. Ja, ja, komm, hau mich mal hier lang zu laufen eigentlich. So, und hier ist aber auch absolut nichts. Oh, hi. Oh Mann, ehrlich, das ärgert mich gerade voll. Vor allem, es macht schon gar keinen Spaß mehr. Man gruselt sich schon nicht mal mehr. Man rennt einfach nur noch weg, weil man ja weiß, was passiert. Dass man hier irgendwas machen muss, ist klar. Aber was? Was übersehe ich? Ah, hier erstmal die Tür zu. Tschüss. Diese Türen hier kann man leider nicht zumachen. Hier hoch oder? Jetzt sag nicht, ich muss hier hoch. Nee. Das sieht schon danach aus, gell? Oh nee, ist jetzt nicht wahr, ne? Scheiße. Oh nein. Und was jetzt mit unserer Batterie? Wie viele haben wir denn? Zwei nur. Hm. Egal, wir werden schon noch neue Batterien finden. Ich will jetzt nicht nochmal dieses Fang-mich-Spielchen da mit dem spielen. So, okay. Ich habe auch die Vermutung, dass wir darüber wieder zurück müssen oder so. Ah, hier haben wir so ein Rad, was wir betätigen können. Alles klar. Gut. Yay. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Was ist das hier für eine Tür? Geht die auf? Nee, es verriegelt. Sieht man ja auch dort. Okay. Ah ja, psch, 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 psch. Genau. So, wo wir jetzt lang müssen, ist glaube ich klar. Aber ich würde gerne... die Batterien noch einsammeln. Oh, hi. Warte, ich will nur die Batterie haben. Lass mich mal durch, bitte. Ich will doch... Mann, ich wollte doch nur die blöde Batterie jetzt haben, du blöder Kerl. Oder wenn er sich in diesem Raum aufhält, dann holen wir die Batterie von dem anderen Raum da. Aber die war ja schon weg, ne? Na, mal gucken. So... ganz schön viele Grafikbugs hier heute, habe ich das Gefühl. Psch, psch. Da hinten ist er. Ja, ich laufe mal hier lang, hä? Da. Da war die Tür, genau. So, dann gucken wir hier nochmal nach Batterien. Vielleicht habe ich ja doch noch was übersehen oder so. Okay, hier ist nichts. Hier auch nicht. Ach, Meno. Ah, falsche Richtung. Entschuldigung. Dann laufen wir hier mal kurz durch den dunklen Raum. Hoffen mal, dass der gute Herr hier schnell im Batterien einsammeln ist. Hat er so? Oh, ups. Anders lang. Hier lang einmal. So. Okay, 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 okay. Türe auf. Türe auf.
Mein Gott, geht das nicht schneller? Und. Haha, edgy bad. Die nicht unsere letzte Begegnung miteinander gesehen. Ah, hier liegt eine Batterie. Okay. So, ja gut, ihr Lieben, dann sind wir jetzt doch schon ein ganzes Stückchen endlich vorangekommen. Ich weiß, es hat ewig gedauert, es tut mir leid. Ich habe den Weg einfach nicht gefunden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Scharia auslachen. Mensch, Scharia, du musst doch da lang und hier lang und nein, da gibt's keinen Knopf und so. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir uns dann im nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, ihr Lieben, sage ich Tschüss.